Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica in unserem Let's Fucking Play. Wir werden das Spiel jetzt mal starten. Ich hab einen Barthaar im Mund. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was wir heute machen werden bei Subnautica. Ich habe mir noch keinen Plan gesetzt. Aber erstmal rein ins Spiel. Super, okay. Checkliste ist durch. Okay, hier haben wir jetzt auch viele neue Materialien. Was haben wir hier? Ah, schön, die verschwinden so, wenn ich die mir nur so angucke, kurze Zeit. Perfectorino. Nope. Da muss ich mich echt noch gewöhnen. Werkzeug wollten wir gucken. Hier. Wir brauchen Pfadfinderwerkzeug. Brauchen wir ein Pfadfinderwerkzeug? Keine Ahnung zu dem Spielen. Das ist so schlimm. Okay, die ersten drei, vier Sachen haben wir schon. Auftriebskörper brauchen wir, glaube ich, nicht. Leuchtfackel. Wir sollten mal hier Konstruktionswerkzeug erstellen. Finde ich. Was brauchen wir denn für ein Konstruktionswerkzeug? Wir brauchen Kabelsatz, haben wir. Eine Batterie, können wir die nicht schon so craften? Da brauchen wir Kupfererz und diesen komischen Pilz. Inventar. Wir haben Gold, kein Kupfer. Eine Kreatur im Ei. So. Aber es gibt hier tatsächlich keine Aufgabencheckliste, ne? Aufzeichnungen und Datenbank gibt es nur. Okay. Ist das wie auf meiner Bubble oder schwebt das in der Luft? Keine Ahnung. So. Was haben wir in unserer Kiste? Da einen Saugnipfele haben wir noch. Dann können wir uns hier einmal von dem Glubschi trennen. Du kannst den natürlich auch essen. Aber eigentlich war der Plan, dass du dich von dem Ding trennst. Okay, dann müssen wir tatsächlich jetzt mal gucken, wo wir Erze noch weiter herkriegen. Weil ich glaube, so langsam werde ich ja auch hier so einen Großteil der Erze. Kupfererz. Wie viele Kupfererze brauchen wir nochmal dafür? Ich glaube, nur einen haben wir gebraucht. Zack, Werkzeug. Jo, einen haben wir nur gebraucht. Ja, perfekt. Was brauchen wir hierfür? Ach, Leute, wir können das Ding sogar schon bauen. War es jetzt der oder was? Ich glaube, es war der hier. Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war der. Das Konstruktionswerkzeug wurde dann am Bau. So. Bestandteile unbekannt, okay. Ah, jetzt können wir uns hier Unterwasserdinger bauen. Lebensform.
Okay. Ein Schild. Ein Aquarium. Wir können uns ein Aquarium bauen. Ein Spind können wir auch bauen. Okay, was brauchen wir denn, um die Dinger hier zu bauen? Blei. Ansonsten eigentlich, ja, das ist eine. Also verstärktes Fundament. Die Frage ist jetzt nur, wollen wir hier unsere Basis bauen oder wollen wir woanders hingehen? Da bin ich mir tatsächlich noch nicht so ganz sicher. Okay, da müssen wir erstmal Blei finden. Pumpt Sauerstoff von einer Basis mit aktiver Energieversorgung in die angeschlossenen. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Kupfer, wir brauchen Quarz. Gehen wir runter. Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, kann ich hier was dran bauen? Ah, okay. Da bräuchte ich dann vielleicht so ein Teil. Okay, hier festmachen kann ich das anscheinend nicht. Okay. Dann werden wir jetzt erstmal noch ein bisschen. Ich sag jetzt mal. Oh, really? Pass auf, warte mal. Wir schwimmen jetzt. Einfach mal stumpf. Und wenn man in die Richtung schwimmen wir immer, lass uns mal in die Richtung schwimmen. Dann sammeln wir mal ein paar Erze. Ja gut, ein paar Erze ist witzig. Sammeln so zwei, drei Erze, dann ist unsere Tasche schon wieder voll. Okay. Wir bräuchten vielleicht ein etwas größeres. Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Ja. Hier liegt Schrott auf dem Boden. Ach, schön. Das ist ein Bauteil von einem U-Boot. Was ist das denn? Boah, ich hätte im Real Life so Panik, wenn ich da die ganze Zeit unter Wasser sein müsste. Was für ein Ding. Glaube, der ist nicht sonderlich freundlich gesinnt, gesonnen. Gesonnen sind. Gesinnsonnt. Der greift mich einfach schon wieder an. Dieser Spacko. Schön ist auch einfach.
erstmal einfach, oh, alles scannen, was geht. Damit wir schön viele Items zusammensammeln können. Ja, ja. Also manchmal, dass das Wasser so klar ist an manchen Punkten, und an manchen Punkten denkst du dir nur so, ja, was ist da los? Kann ich hiermit auch? Flüssigkeit machen. Und blöd ist halt auch, dass man hier nicht stacken kann. Das nervt auch ein bisschen. Ich muss zur Basis zurück. Sonst kriege ich Probleme. Ich kriege sonst Probleme. Klaus. Den brauche ich. Da schwimmt noch einer. Kann ich gleich schon mal 30-40% Wasser auffüllen. Aber ich werde meine Base wirklich hier hinbauen. Oder vielleicht noch ein Stück weiter vorne. Mit der Flüssigkeit ist echt heavy, ne? Das Trinken. Gekocht. Gekocht. Ja, nice. Und 2, 3, 4. Da, Tag 5. Konstruktionswerkzeug wurde zum... Okay, gut, das ist nur das. Ah, wir haben schon 2 von 3 Teilen gefunden. Ah, so funktioniert das. Okay. Wie viel... Kreaturenei. So, vielleicht sollten wir auch jetzt gleich erstmal das hier gucken. Wir brauchen Glas und Silber. Ja gut, dieses Standardding haben wir ja auf dem Rücken. Wie viel kann man mit dem denn machen? Müsste man mal gucken. Jetzt habe ich mein Bautool rausgeschmissen, sollte ich gerade sagen. Ah, Blei fehlt uns noch. Okay, wo ist denn? Schauen wir mal hoch. Unser Schiff ist da. Wie viel Platz haben wir im Inventar? Ja, nicht sonderlich viel, aber gut. Ich kann ja trotzdem mal gucken gehen, was da vorne ist.
Wäre tatsächlich geil, wenn die. Der Sauerstoff nicht so rapide abfallen würde. Ja. Mach mal keinen Stress hier. Bin jetzt schon 200 Meter von meiner Basis entfernt. Vielleicht bauen wir uns auch hier hin. So auf die drei Dinger. Müssen wir nicht immer auf die komischen Viecher da aufpassen. Mein Inventar ist voll. Oh nee. Die ist aber nicht so geil. Erstmal an der Base gleich neue Lagerplätze bauen. Aber ich glaube, hier könnte wirklich cool sein. Wenn wir uns hier so hinbauen. Mit einer schönen kleinen Base. Ich glaube, das machen wir. Braucht man halt so unglaublich viele Rohstoffe, ne? Jetzt wird es schon wieder so arschdunkel. Wo ist meine Kiste? Da. Schwimmt da einfach so rum. Luftrettungskapsel 3. In Position des Signals, PDA. Ach geil. Rettungskapsel 3. Ah geil. Was? Der gibt mal Feuer, ihr wusst. Das meine Kapsel. Die hier ist voll. Machen wir die auch gerade mal voll. Bist du das, Alter? Haben einiges an Salz, was wir auch abgeben können. Halt Blei ist zu wenig, ne? Wozu brauchen wir Titanbarren? Gibt es irgendetwas, wo ich sage, geil, Titanbarren? Nee, leider noch nichts. Aber dann klären wir uns gerade noch eine Kiste. Schmeißen die einfach neben unsere anderen beiden. So, zack.
Wir sind ja nicht hier 8 Tonnen Titan mit uns rumschleppen. Silikon ja auch nicht. Die beiden Sachen auch nicht. Jolt auch nicht. Oh, warte mal. Jolt zurücknehmen, können wir das hier noch darin werfen. Mega! Taschenlampe wäre schon ziemlich zick. So. Das ist die Rettungskapsel von denen. Ja, natürlich ist die genau in der Mitte von dem Scheißding. Die holen wir uns erst, wenn es wieder hell ist. Ich holen wir uns aber jetzt schon. Das noch ein Blasenfisch. Das ist ein kleinerer. Das ist aber. Wo ist meine Rettungskapsel? Oh, über mir. Ja, moin. So, perfekt. So, meine Freunde. Jetzt machen wir aber erstmal an der Stelle einen Cut. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch gefällt das, was ich hier nicht mache. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare.